Wir unterstützen vielzahl unserer Kunden dabei, den Direktvertrieb zu digitalisieren bzw. auch zu vereinfachen über die digitalen Kanäle, indem wir quasi Daten, die wir aus den digitalen Kanälen entnehmen, quasi dann über Apps, über digitale Tools, über eine einfache User Interface quasi darstellen, um quasi den Sales Rep oder beziehungsweise den Direktvertriebler Insights über den Kunden, über sein Konsumentenverhalten, über sein Verhalten auf der Webseite oder Produkte, die er vor Monaten, Wochen gekauft hat, damit er darauf Einsicht hat und entsprechend dann quasi Cross- und Upselling machen kann. Das sind quasi Lösungen, die wir bauen. Dabei geht es darum, die Daten, die aus den Online-Kanälen, die aus den Offline-Kanälen kommen, zusammenzuführen und daraus dann quasi Hypothesen zu erstellen, die dann wiederum quasi dem Direktvertriebler dabei helfen, Cross- und Upselling beim Kunden zu machen. Nutzerzentrierung in unseren Lösungen gewährleisten wir dadurch, dass wir zumal einmal die Insights der Endnutzer, das heißt, wenn es ein Berater ist, dann natürlich der Berater, aber natürlich auch den Endkunden in der Ausarbeitung, in der Konzeptionierung eines Produktes quasi mit einbeziehen. Das heißt, wir entnehmen quasi die Erkenntnisse, die Anforderungen der Endnutzer auf, die wir dann wiederum in Funktionalitäten übersetzen, die dann quasi in eine einheitliche Lösung hineingreifen. Dabei endet es natürlich dann nicht, sondern wir gehen dann quasi, sobald quasi eine Iteration vollendet ist, sobald ein Modul soweit fertig ist, gehen wir natürlich wieder zurück in den Markt, nehmen uns quasi den Berater und den Endnutzer zusammen und testen quasi diese einzelnen Module an den einzelnen Stakeholdern, die letztendlich dann auch mit dem Produkt arbeiten werden. Dadurch gewährleisten wir zumal die Nutzerzentriertheit und schaffen es auch, ein tragfähiges Produkt hinzustellen, was halt vom Endkonsumenten sowohl als auch vom Berater akzeptiert wird. Ihr habt ja neben uns als Dienstleister auch weitere Software-Vendoren heute beim ECC-Forum als Sponsoren, unter anderem Salesforce, Magento, die SAP. Und mit all diesen Software-Vendoren arbeiten wir sehr eng zusammen. Das heißt, unsere technischen Lösungen basieren auf diese Softwares. Natürlich haben unsere Kunden bzw. die Unternehmen aktuell die Herausforderung, mit welcher Software bespiele ich denn meine Plattform? Was passt denn zu den Anforderungen, die ich als Unternehmen, als Business habe? Aber mit welcher Plattform kann ich natürlich auch die Anforderungen meiner Nutzer abdecken? Da haben wir einen relativ technologieagnostischen Angang, in dem wir hingehen und quasi uns erstmal die Customer Journey anschauen, jede einzelne Touchpoint analysieren und schauen, welche digitalen Capabilities sind überhaupt notwendig, um eine Touchpoint entsprechend abzudecken. Daraus leiten wir dann quasi ab, welche Software kann denn überhaupt diese Capability oder beziehungsweise hat überhaupt die Fähigkeit, diese Funktionalitäten abzudecken, und so kommen wir dann meistens relativ zügig dann auch zu einer Referenzarchitektur, die dann perfekt quasi auf die Kundenanforderungen passt, aber auch auf die Nutzeranforderungen passt und das dann natürlich auch wieder in die gesamte IT-Landschaft reingreift. Ich bin zum vierten Mal auf dem ECC-Forum und ich muss immer und immer wieder sagen, wie es mich begeistert, was für ein Programm ihr immer auf die Bühne stellt. Es sind super Speaker, das ganze Networking ist immer sehr amüsant und natürlich auch die Abendveranstaltungen, die ihr habt. Und das Tollste oder das Greifbarste, was ich immer mitnehme aus dem ECC-Forum, sind die ganzen Insights vom Kunden selber. Wenn er erzählt, hey, das und das sind unsere Problemstellungen, so und so sind wir die Problemstellungen angegangen. Wenn man das von der ersten Hand erfährt, ist es natürlich ein Top-Erlebnis.